Herzlich willkommen. Wenn es eine Denkerin des 20. Jahrhunderts gibt, deren Thesen direkt zu unserer Zeit sprechen, dann ist es Hannah Arendt. Ob es um die Banalität des Bösen geht, das Wesen von totalitären Systemen oder aber den Sinn von Arbeit, keiner hat darüber tiefer und einprägsamer nachgedacht als Arendt. Vor allem war sie eine Denkerin, die das Streiten als eigentliches Lebenselixier einer offenen Gesellschaft herausstellte. Warum? Das will ich heute mit der Berliner Philosophin Eva von Redeker besprechen. Herzlich willkommen, Frau von Redeker. Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ja so, Hannah Arendt ist nicht nur eine der bedeutendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts, sie ist in jüngster Zeit zu einer Art Ikone, man könnte sagen, zu einer Art Kultgestalt geworden. Schulen, Straßen, Schnellzüge werden nach ihr benannt. Texte aus dem Nachlass schießen auf die Bestsellerlisten. Wie kann man dieses Phänomen erklären? Welche Sehnsüchte werden da bedient? Ja, vielleicht soll man solche Geheimnisse gar nicht lüften, nicht, dass sie sich verflüchtigen. Ich glaube, da gibt es eine Antwort aus der Ökonomie der Knappheit. Es gibt einfach ganz wenig überhaupt so brillante Denkfiguren, aber erst recht sonst überhaupt keine, vielleicht noch außer Simone de Beauvoir, so charismatische und einflussreiche Frau. Können Sie lange suchen. Insofern konzentriert sich da ganz viel Aufmerksamkeit. Und aus der Ökonomie der Fülle würde ich sagen, das ist einfach ein unerschöpfliches Werk. Also viele der Thesen, der Vorschläge, der Begriffe, der Beobachtungen sind so unabgegolten und haben noch so viel reiche Anwendungsmöglichkeiten. Es wird, also auf eine Art wird Arendt ja immer aktueller. Also alles, was sie fürs 20. Jahrhundert prophezeit hat an Kernthemen, kommt also jetzt umso stärker wieder an die Oberfläche. Genau. Sie sind politische Philosophin, Sie lehren in Berlin an der Humboldt-Universität. Würden Sie denn sagen, dass Arendt auch die Verkörperung ihrer Philosophie für Sie selbst ein Leitbild, ein Vorbildcharakter hat? Also ich glaube, sie hat mich tief geprägt und es war wichtig, solche Bezugspunkte zu haben. Ich glaube, wenn man bei Vorbildern verbringt man zu viel Zeit mit dem Vergleichen. Und also, das wäre immer schwierig in diesem Fall. Das lenkt ab, es wäre schwierig und lenkt ab vom Geschäft. Aber ich glaube, es gibt wenig Werke. Man kann sich ja manchmal in was so vertiefen, dass man sozusagen immer mitdenken kann, was wäre jetzt die Arendtsche Perspektive da drauf. Und genau das, würde ich sagen, hat mich schon also nicht losgelassen, seit ich angefangen habe, Arendt zu lesen. Wir sprechen ja jetzt so über Hannah Arendt als Philosophin, als große Philosophin des 20. Jahrhunderts. Das ist ja eigentlich eine ganz ungewöhnliche und fast neue Wahrnehmung, zumal Hannah Arendt als akademische Philosophin gar nicht stark wahrgenommen wurde. Mhm. Es gibt wenig Kurse, es gibt relativ wenig Sekundärliteratur. Ist denn Hannah Arendt überhaupt als Philosophin richtig angesprochen aus Ihrer Sicht? Ja, also ich glaube, es gibt da ja immer den Bezug auf ihre Koketterie damit, dass sie gar keine Philosophin sei, sondern eine politische Theoretikerin. Und wir können ja nachher noch mal mehr dazu sagen, warum ihr das so wichtig ist. Aber Arendt sagt ja selber immer, man kennt sich selbst am schlechtesten und man wird von außen erkannt und wahrgenommen. Natürlich würde ich sagen, die soll man jetzt nicht aus dem Kanon ausgliedern, oder wenn man es tut, dann umso schlechter für die Philosophie. Ja, und ich glaube, dass sie deshalb als Philosophin so einflussreich auch ist, oder man sagen kann, es ist nicht nur eine politische Theoretikerin, weil sie wirklich auch sehr grundlegende begriffliche Vorschläge gemacht hat oder auf der Ebene gearbeitet hat. Deswegen doch, ich würde da an der Philosophie-Zuschreibung festhalten. Sie sagt, man kennt sich selbst vielleicht am schlechtesten und man wird von außen mit gewissen Zumutungen belegt. Das kann man im Fall von Arendt auch deswegen sagen, weil sie eine Philosophin war, eine Frau. Würden Sie sagen, dass die Teil der Faszination in der Tatsache liegt, dass sie eine Frau war? Ich frage das auch deshalb, weil Arendt selbst zu dem, was man gemeinhin Feminismus nennt, großen Abstand gehalten hat. Ja, Arendt kannte ja den Feminismus in dem Reichtum, wie er inzwischen auf uns gekommen ist, gar nicht. Und ich glaube, dass sie mit manchen gegenwärtigen Strömungen, also sowohl oder auch manchen anderen Strömungen der 70er Jahre viel mehr hätte anfangen können als mit diesem einen Kontakt Simone de Beauvoir, den sie dann so abgewiesen hat. Ich glaube, sie hat ja selber gesagt, das Problem habe sich für sie nie gestellt. Also ich glaube, Arendt hat als jemand, die sich voll bewusst war, dass eine Ausnahme zu sein lange nicht heißt, dass bestimmte Probleme überwunden sind, trotzdem für sich selber ganz viel Spielräume wahrgenommen. Und darin ist sie eben so ein wahnsinnig guter Orientierungspunkt. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja, Arendt zeigt es doch, wir brauchen keine feministische Theorie dazu, wir brauchen nur diese großen Denkerinnen, sondern das ist kein Zufall, warum gerade also eine einzige Figur das dann geschafft hat, auf ganz viel Umwege sich zu etablieren. Und auch zu Ihrer Frage eben mit dem Akademischen oder der Rezeption im Akademischen. Arendt hat sich ja selber sehr geschickt
zum Teil auch rausgehalten, immer versucht, keine feste Professur zu kriegen, wenig Lehrverpflichtungen weiter schreiben zu können. Und dadurch hat sie, glaube ich, ihre Berühmtheit erstmal eher außerhalb der Akademie gefunden. Und dass sie jetzt so wenig oder nach wie vor nicht sehr stark systematisch rezipiert wird, hat, glaube ich, auch was. Es ist so eine Art Fluch, der aus dieser Popularität, mit der wir eingestiegen sind, auch rührt. Ja? Also je mehr, ich meine, wir machen uns hier ja mitschuldig, aber je mehr der Personenkult betrieben wird, umso stärker scheint es, dass seine Figur, also der aus philosophischer Sicht feuilletonistischen Halbwelt und nicht der Sekundärliteraturmeter. Also kann man sagen, die Popularität, auch die Zugänglichkeit, das Themengespür, das sie hatte, hat ihr akademisch zunächst erst geschadet. Und erst jetzt begreifen wir, was da auch für die systematische Philosophie drin wäre. Eine Sache. Ja, das wäre schön, da können wir uns drauf einigen. Das wäre ein Idealszenario. Eine Sache tritt, glaube ich, hervor. Hannah Arendt war eine deutsche Jüdin. Sie war damit in ihrem Zeitraum zur Flucht, zur Erfahrung der Rechtelosigkeit verdammt. Sie war auch ein Mensch, der wichtige Lehr- und Liebesverhältnisse hatte. Und sie war eine Philosophin, die über all diese drei Dinge selber Werke geschrieben hat. Das heißt, viele ihrer systematischen und philosophischen Impulse kommen aus dem eigenen Leben. Mhm. Ist das auch ein Geheimnis, dass man das eigene Leben und die eigenen Probleme zur Grundlage des Philosophierens nimmt? Genau, ich glaube, Arendt würde immer entsetzt von sich weisen, dass das eigene Leben ist. Also das hält sie, glaube ich, eher für was Gegebenes, was einem gar nicht auf der Art verfügbar ist als eigenes. Arendt hat aber und darin sozusagen phänomenologisch geschult, immer gesagt, dass man aus der Erfahrung denken muss. Und ich glaube, sie interessiert dabei gerade nicht die private Erfahrung, die sie für ganz, also das hält sie ja immer für langweilig oder für eigentlich bei allen gleich. Und was sie interessiert, sind die politischen Erfahrungen und ist das Verstehen dessen, in welche Situationen Menschen geworfen sind und dann mit welchen Kategorien man darauf reflektieren kann, wie man da sozusagen Wege, die ins Freie führen. Da will ich gleich mal dabei bleiben, in welche Situation man als Mensch geworfen wird und was daraus folgt. Das erste Werk von Arendt, kann man sagen, handelt von einer deutschen Jüdin, Rahel Varnhagen, aus dem 19. Jahrhundert. Es ist eine philosophische Biografie. Und Arendt macht dort eine Unterscheidung, die sehr interessant, sehr tragfähig ist. Die zwischen einem Parvenu und einem Paria, wie sie sagt. Als Jüdin in Deutschland hatte man diese zwei Optionen, insbesondere als Frau. Was birgt diese Unterscheidung in sich? Paria, Parvenu. Genau, also sozusagen unter Bedingungen, wo echte Gleichberechtigung nicht möglich ist, gibt es nach Arendt die zwei Alternativen, dass man sich entweder versucht anzupassen und dann sozusagen aus dem Anpassen und der Übererfüllung der Kriterien auch nicht rauskommt, sozusagen das Parvenuhafte als die Assimilation par excellence, mit der man dann womöglich es sogar ganz gut in die oberen Ränge der Gesellschaft schafft. Indem man die eigenen kulturellen Wurzeln abwirft und negiert. Ja, oder indem man mit ihnen hausieren geht auf eine exotisierende Weise, die einem dann wiederum Interesse verschafft. Mhm. Das geht, glaube ich, beides. Und das betrifft dann auch genau diesen Ausnahmestatus, den sie sehr fragwürdig fand. Und Arendt ist da sehr brüsk und sagt, also natürlich kann es sein, dass Leute sich gezwungen sehen, diese Art von Karrieren zu machen, aber man verliert da auf eine Art sich selbst und also weil wir eben schon davon sprachen, den Zugang zu den eigenen Erfahrungen. Also man nur noch damit beschäftigt ist, irgendwie zu passen, zu funktionieren, zu glänzen. Unauthentisch wäre ein Wort dafür. Ja, Arendt hat zur Authentizität ja eine ganz andere Meinung als Heidegger. Also ich glaube nicht, dass da was Inneres wäre, was man dann wahrhaft ausdrücken oder eben verfehlen kann. Aber als eine, gerade weil man versucht, sich auf eine bestimmte Art selbst zu präsentieren, ist man abgelenkt vom eigentlichen Leben und Handeln nach Arendt. Und die Alternative des Parias, was sie ja denkt, was Rahel Varnhagen so am allerletzten Moment auf dem Sterbebett deutlich geworden ist, unter dem guten Einfluss ihrer besten Freundin und also man kann sagen auch ein bisschen der Autorin oder Biografin Arendt selbst, dass eigentlich die würdigere Form der Paria-Status ist, ist sozusagen das Zugeständnis oder auch der Mut, sich in dem Außenseiter-Status einzurichten und zu sagen, ich versuche jetzt gar nicht da reinzukommen, ich bleibe hier in dieser prekären Beobachterposition. Unter anderem, weil sie mir eine ganz privilegierte Erkenntnis des gesellschaftlichen Zusammenhangs von außen, von auch als jemand, der sozusagen auf Arten aneckt oder Erfahrungen macht, die sonst nicht gemacht werden können. Und ich glaube, man kann das jetzt nicht als globales Rezept verkaufen. Also man braucht überhaupt Grundlagen, die es einem ermöglichen, dann weiter zu existieren. Aber für sie waren dann zum Beispiel so jemand wie Heinrich Heine ein wunderbares Vorbild von jemandem, der sozusagen gerade in diesem spielerischen, dieser Ironie, diesem nicht-karrieristischen eigentlich die also viel bessere
einen besseren Blick auf die deutsche Gesellschaft seiner Zeit hatte. Aber es ist ja schon eine sehr ernste und auch, würde ich sagen, aktuelle Frage, was es heißt, eine Identität oder mehrere Identitäten zu haben. Gerade heute spricht man davon, dass sich zum Beispiel Sportler, sagen wir mit albanisch-schweizerischem oder deutsch-türkischem Hintergrund, zu einer von beiden kulturellen Hintergründen bekennen sollen. Und dann gibt es eine Dynamik, die ja ganz ähnlich ist. Einmal werden sie zum Paria oder man wirft ihnen vor, sie seien ein Parvenu. Ja, und beides wird gegen sie verwendet, genau. Ich glaube, Arendt würde natürlich sagen, also in dieser Beschreibung, da kommen schon alle Übel des Abendlands zusammen. Also sowohl die Obsession, damit eine Identität haben zu wollen, hält Arendt ja für eine große Ablenkung vom eigentlichen Geschäft und für eine üble Erbschaft der christlichen Sorge um die Seele und um das eigene Seelenheil, die einen ablenkt davon, auf die Welt zu schauen, sich um die Welt, um die gemeinsamen Angelegenheiten zu kümmern. Und aber ist die Erfahrung, Teil einer Gemeinschaft zu sein, nicht auch etwas Sicherendes, von dem man aus die Welt entdecken kann? Ja, aber das ist Zugehörigkeit und nicht Identität nach Arendt. Ich glaube, Arendt würde sagen, dieses Selbstverhältnis als Festes beschreiben zu wollen, verunmöglicht es einem eher, immer in der Gemeinschaft beizuwohnen. Mhm. Und gerade, was Sie eben sagten mit albanisch, schweizerisch oder wie auch immer, deutsch-türkisch, das andere Übel, was damit reinspielt, ist dann die Vorstellung, dass das Nationale etwas Identitätsstiftendes gibt. Also Arendt dachte, eine der großen politischen Katastrophen, die sich im 19. Jahrhundert ereignet haben, ist, dass, also sie nennt das, die Nation den Staat erobert hat. Also dass wir überhaupt nicht mehr anders über politische Gemeinwesen denken können, als mit einer Vorstellung nationaler Homogenität. Das rührt sozusagen daher, dass sich in der Französischen Revolution Volkssouveränität und Nationalstaatlichkeit verquickt haben. Und ich meine, schon auf Frankreich trifft das mit dieser Homogenität nicht zu. Dann haben sie auch Basken und Savoyarden und alles Mögliche. Aber dass das Modell des Nationalstaats geworden ist. Und alle diese Staaten, dann besonders nach dem Versailler Vertrag, nationale Minderheiten hatten, mit denen sie gar nicht wussten, was sie mit denen anfangen sollen. Weil sie zu dieser Beschreibung nicht eben passten. Und in einem arendschen Verständnis von Politik und Zusammenhandeln würde sich diese Frage nach Identität als so einem Kriterium des, was man ist, welchem nationalen Kollektiv man zugehört, gar nicht stellen. Oder das wäre jedenfalls Ihre Vision eines Auswegs. Die Identität, die Arendt selbst für sich gewählt hat, war die der Nichtzugehörigkeit zunächst, des Außenseitertums, sei es in Bezug auf das Judentum oder der Selbstbeschreibung als Jüdin, als Frau, als Kommunistin, als dies und das. Sie lehnt es vollkommen ab, Teil einer Gruppe zu werden. Sie verbindet das, glaube ich, auch mit dem Ideal eines Denkens ohne Geländer. Das heißt auch, dass Gemeinschaften es immer verhindern, eigenständig überhaupt denken zu können? Also ich glaube, homogene Gemeinschaften. Also alleine kann man nach Arendt erst recht nicht denken. Das heißt, irgendeine Form von Gemeinsamkeit, Kollektivität brauchen sie immer. Aber als Resonanzraum. Als Resonanzraum, als Bühne, als sozusagen Gegenüber. Nach Arendt ist aber, je offener sich das gestaltet, die Chance desto größer, dass man einen Selbst und eine eigene Person entwickelt, die sich also nach Arendt immer nur im Wer einer ist, also in der Individualität und nicht in dem Was der vielen sozialen Zugehörigkeiten verwirklicht. Genau. Sie sagten, das Denken muss man eigentlich alleine pflegen und kultivieren und man kann es nicht allein lernen und ausüben. Mhm. Es gibt eine Person in Arendts Leben, zu der sie gegangen ist, um, wie sie selbst sagte, das Denken zu lernen. Das war im 1924. Arendt war damals 18 Jahre alt und sie ging nach Marburg, um den stillen Meister der Philosophie dort selbst lehren zu hören. Das war Martin Heidegger. Und den sehen wir jetzt auch, glaube ich, gleich eingeblendet. Und diese Beziehung zu Heidegger war für beide von einer enormen Wucht. Das war auch ein enorm wuchtiges Liebesverhältnis zunächst. Wie würden Sie den Einfluss und auch die Beziehung zu Heidegger in Bezug auf Arendts Denkweg einschätzen? Also das hat natürlich ganz wichtige Grundlagen gelegt. Ich würde, glaube ich, erstmal das mit der Wucht etwas einklammern. Ich meine, auf Heideggers Seite, der hatte jede Menge genau dieser Art von Affären und hat wortgleiche Liebesbriefe und Beschwörungen an die gleichen anderen Frauen geschrieben. Und ich meine, Heidegger hat da auch klarerweise die Chance verpasst, ein umgekehrtes Lernverhältnis einzugehen. Ja. Also das hat Arendt ja auch sehr ironisch später in Briefen immer beschrieben, dass sobald sie sich nicht mehr dumm gestellt hat, er das Interesse verloren hat. Das wirft ein ganz gutes Blick darauf, welche Potenziale solcher Verhältnisse. Ein Erwachen und ein Erweckungserlebnis. Naja, ich meine, sie ist da ja mit einer klaren Agenda hingekommen. Und ich hatte Kant gelesen, hat gesagt, wenn ich nicht Philosophie studieren kann, gehe ich ins Wasser. Und dann war es, glaube ich, ein Glücksfall, dass sie in einen Kontext kam, wo gerade die Philosophie sich erneuerte. Und wo gerade diese sozusagen die phänomenologische Bewegung von Grund auf einen neuen Zugang vermittelt hat. Und
ich glaube, da wie in so einem Katalysator so schnell wie möglich diese ganzen neuen Sachen aufzusagen, war für Arendt ungemein produktiv. Und als intellektuelle Leidenschaft, glaube ich, war das ein großer Glücksfall für sie. Und genau, wenn man glaubt, dass es sowas gibt, dann hatte das eben noch so eine erotische Nebenseite. Oder das Intellektuelle ist nach Arendt ja sowieso auch erotisch, eine sexuelle Nebenseite. Genau, die dann ja sie auch weise genug war, schnell zu verlassen, um mit dem intellektuellen Erbe was anfangen zu können und nicht als Heideggers Geliebte zu versommern. Und sie geht dann nach Heidelberg zu einem guten Freund, damals von Heidegger, zu Karl Jaspers, und schreibt worüber? Über die Idee der Liebe und was die Liebe eigentlich bedeutet. Auch da die Figur, eine persönliche Erfahrung, die dann sofort theoretisch, philosophisch eingeholt werden muss. Genau, und das Rahl-Buch, was danach kam, ist ja auch über Rahl Varnhagen, genau, ist ja auf eine Art dann auch die sozusagen die Selbstkritik der romantischen Innenschau, also das, was ich eben sozusagen aus dem Werk der Reifen Arendt von man soll sich nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern die Welt steht im Zentrum, das hat sie sozusagen ja auch in mehreren Erkenntnisschritten sich so erst erschlossen und auch unter dem Einfluss ganz dramatischer politischer Erfahrung. Und dann der bei, also nächsten, viel interessanteren Liebe zu Heinrich Blücher. Die dann ihr zweiter Mann war und mit dem sie lebenslang zusammen war. Eine wichtige Komponente in ihrem Dasein ist, glaube ich, der Wert der Freundschaft und der Liebe allgemein. Wobei diese Freundschaft, und das ist ja auch unser Thema, Streiten ist unser Thema auch, immer ein Widerspruch, ein Widerhaken, ein Herausfordern war. Das heißt, Freundschaft war für Arendt gar nicht zusammen sein, einig werden, sondern ein ständiges Herausfordern? Ja, genau. Also ich glaube, die aristotelische Definition, dass man in dem Freund eins wird, wäre für Arendt ganz, da wäre sozusagen der Spaß vorbei, sondern es muss in der Freundschaft ein Gegenüber gefunden werden, mit dem man nie aufhören kann, Funken zu schlagen. Und das ist ja dann letztlich auch das, was Arendt als Bild für das eigene Selbstverhältnis vorschlägt. Also dass man sozusagen im Widerstreit mit sich selbst, wie mit einem Freund, im Denken weiterkommt und nicht im Denken bestätigt wird. Dafür bräuchte man ja auch niemanden sonst. Es ist interessant, die Idee, dass man mit sich selbst so befreundet ist wie mit jemand anderem, zielt darauf ab, dass man sich selbst die ganze Zeit herausfordert und widerspricht. Sonst wird es ja langweilig, oder? Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Widerspruch, Einspruch ist vielleicht besser. Also Arendt hat ja diese Vorstellung vom Denken als etwas, man stellt sich etwas vor, man visualisiert sich was vom inneren Auge, man denkt darüber nach und dann gibt es im gleichen Zuge immer wieder die Auflösungsbewegung. Also alles, was man im Denken tut, ist, dass man immer wieder merkt, oh, hier geht es jetzt nicht weiter oder das spricht dagegen. Oder wenn ich es von hier betrachte, sieht es doch anders aus. Und ich glaube, Widerspruch hat schon fast zu viel Statik oder Klarheit dafür. Also im Widerspruch haben sie zwei klare Seiten. Ich habe das Gefühl, dass sozusagen dieses Arendtsche Denken und wieder aufribbeln noch offenere Enden hat als ein klarer Widerspruch. Insofern ja ein einsprechendes Denken, aber ein möglichst vielstimmiges. Denken, das wissen wir alle, dass diesen Namen verdient, ist riskant. Es geht auch manchmal Abwege. Es hat viel damit zu tun, was man sich vorstellen kann. Für Hannah Arendt kam 1932, 33 in einem intellektuellen Milieu in Berlin, die sie war, ein Schock, der nicht nur mit Hitlers Machtübernahme zu tun hatte, sondern auch mit dem, was ihren intellektuellen Kollegen so alles einfiel. Schauen wir uns dazu mal einen Ausschnitt aus einem Interview mit Herrn Gauss an, ein ganz berühmtes Interview mit Hannah Arendt, was damals der Schock für sie eigentlich war. Das ist im Wesen dieser ganzen Sachen liegt, dass man sich sozusagen zu jeder Sache etwas einfallen lassen kann. Die Leute sind doch, sehen Sie, dass jemand sich gleichschaltete, weil er für Frau und Kind zu sorgen hat, das hat ihm nie ein Mensch übergenommen. Das Schlimme war doch, dass sie dann wirklich daran glaubt. Für kurze Zeit, manche für sehr kurze Zeit. Das heißt, zu Hitler fiel ihnen was ein. Und zum Teil ungeheuer interessante Dinge. Nicht? Ganz fantastisch interessante und komplizierte. Und hoch über dem gewöhnlichen Niveau schwebende Dinge. Das habe ich als grotesk empfunden. Das heißt, sie gingen ihren eigenen Einfällen in die Falle, würde ich heute sagen. Nicht? Das ist das, was passiert ist. Bevor wir auf das Inhaltliche eingehen, sehen wir da eine Frau, die über das Schrecklichste lachen kann. Ja. Die immer noch Humor hat, selbst im Angesicht von Hitler und den Seinen. Auch eine ganz ungewöhnliche Eigenschaft. Ja, das hat sie ja auch als sozusagen irreduziblen Teil ihres Charakters beschrieben. Also das Schrecklichste. Also sie
sagte sie. Ich meine, das Schrecklichste ist dann wirklich der Massenmord. Und selbst da hat sie gesagt, will sie sich in einem bestimmten ironischen Ton nicht nehmen lassen. Ich glaube, dieses Ablehnen auch von Sentimentalität ist sehr, sehr tief verankert in ihrem Denken und dem ganzen persönlichen Habitus. Und interessanterweise wird ihr das, glaube ich, öfter auch sozusagen vorgehalten oder es gibt Empörung darüber, warum sie so kalt sei, weil man natürlich von der Frau erstmal eher das doppelte Mitgefühl erwartet. Und da wirkt dann pietätslos und unangebracht. Ja. Aber sie sagte natürlich auch, es gab eine Gleichschaltung im Denken, ja, über das Denken, die weitgehend freiwillig war und vor allem ihr intellektuellen Milieu betraf, was, ja, sie dann ganz schwer entfremdete und dann auch zur Flucht letztlich führte nach Paris. Das heißt, eigentlich die Skepsis gegenüber der Macht des Denkens stand im Vordergrund. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie das als die Macht des Denkens, sondern eher die Bodenlosigkeit oder die Orientierungslosigkeit oder sowas wie der Unverlässlichkeit des Denkens. Also ich glaube, sie im Totalitarismusbuch führt sie das dann auch sehr weit aus, dass es sowas gibt wie so eine Art frei flottierendes Denken, was von keiner, also sie sagt manchmal, von keiner Erfahrung mehr getrübt ist. Und diese leere Freude an der Raffinesse, die dann letztlich ja aus, also sozusagen Parvenu ohne Not, wo es ja nicht mal darum ging, dass irgendwelche Außenseiter, sondern dass einfach nur die normalen bürgerlichen Karrieren sich in ihren Positionen halten können. Ich glaube, das hat sie zutiefst verunsichert. Das ist aber auch, oder auch einfach abgestoßen. Das ist aber ja auch schon eine Philosophiekritik, die in der phänomenologischen Schule angelegt ist. Also die phänomenologische Schule, sollten wir sagen, ist eine Tradition, die von Husserl ausgeht und auch über genaue Beschreibungen von Sachverhalten, genau, funktioniert. Und immer den Bezug zum Ding voranstellt. Also anstatt sich an alten, hergebrachten Theorien abzuarbeiten, konkrete zu den Erfahrung. Sachen. Genau. Dennoch muss man ja sagen, der Schock saß so tief, dass sie auch diesen Schock des Totalitarismus, wir sagen dieses Wort so leicht, eigentlich ist es ein Wort, das Hannah Arendt in den Sprachgebrauch eingeführt, ja, hat. Sie schrieb dann im Exil in Amerika in ihrem großen ersten Werk, Die Ursprünge des Totalitarismus. Und das Bekümmernde oder auch Schwierige daran ist, dass sie ja die Erste war, die Parallelen zwischen dem Stalinismus und dem Hitlerfaschismus freilegte und damit auch etwas tat, was damals fast ein Tabu war, nämlich diese beiden Dinge zu vergleichen, sogar gleichzusetzen. Ja, also das war in bestimmten Kreisen Tabu, in anderen Kreisen wurde es leider viel zu gern rezipiert. Also gleichsetzen, würde ich sagen, tut sie die auch nicht, also weil sie auch zum Teil wirklich die unterschiedlichen Entwicklungen offenlegt, weil sie sagt, die Reinform der totalen Herrschaft mit den durchorganisierten Konzentrationslagern, der Fabrikation von Leichen, wie sie sagt, das gab es so nur im Hitler-Totalitarismus. Und dann gab es ja sozusagen die darauf aufbauende Totalitarismusdebatte in den USA, die sehr stark, also im ganzen McCarthyismus, von dieser Gleichsetzung als Antikommunismus. Und da wiederum hat sie sich natürlich ganz stark von abgegrenzt. Trotzdem haben ihr bestimmte Linke das nie verziehen, dass sie überhaupt zum Erkenntnisgewinn die Sachen verglichen hat. So, das ist interessant. Man muss schon auch sagen, sie kannte sich mit dem Stalinismus weniger gut aus, also hatte sie auch einfach weniger Quellen. Es war auch noch nicht so gut erforschbar. Aber trotzdem ist also, dass darin irgendwie eine Freiheit des Denkens liegt, alles aufeinander zu beziehen, was man nur kann. Das, ja, ich glaube, das charakterisiert das Buch ganz gut. Worin liegt denn der Kern, Hannah Arendt, in diesem Totalitarismus? Ist es die Form einer Gleichschaltung, die dann das Denken und das Selbstwerden und das Selbstgespräch verunmöglicht? Der Kern, und das berührt sich mit dem, was Sie eben gesagt haben, ist die Abschaffung von Spontanität nach Arendt. Also das Überflüssigmachen von Menschen und menschlichem Handeln. Nach Arendt ist sozusagen das Wesen des Menschen, dass wir neu beginnen können, dass wir zusammen handeln können, dass es da unvorhersehbare Momente gibt. Und das hängt, insofern stimmt die Kategorie des Gleichschalts und des Gleichmachens, das hängt zusammen mit Individualität. Und sie denkt, dass sowieso es in der modernen Massengesellschaft bedenkliche Tendenzen gibt, Individualität einzuebnen, dass sie auch näher, als es ihr selber lieb ist, an manchen Gedanken der Frankfurter Schule. Aber wirklich als perfektionierte, perfide Methode zur Auslöschung jeder menschlichen Persönlichkeit und Individualität beschreibt sie eben totale Herrschaft und dann insbesondere die Konzentrationslager. Und ihr ganzes Verständnis von Politik speist sich dann daraus oder das, was sie später im Positiven dann konzipiert hat als Politik, als Handeln, das auf Freiheit zielt. Das ist eigentlich da schon angelegt als das, was der Totalitarismus verunmöglicht. Und das
geht auch zurück auf das, was wir eben gesagt hatten, mit einer Vorstellung von Homogenität, also eine reine Homogenität, eine wirkliche, diese Wahnvorstellung, alle sollen sein wie ich, die kriegen sie nur, wenn sie menschliches Handeln unmöglich machen und zerstören. Sonst gibt es sofort wieder Differenz. Die Methoden, dies zu tun, sind teilweise Propagandamethoden. Sie haben mit Massenmedien zu tun. Sie haben auch nach Arendt, die auch ein Buch geschrieben hat über Wahrheit und Lüge in der Politik, damit zu tun, dass eine gewisse wesentliche Differenz eingeebnet wird, die zwischen Meinung und Wahrheit und Fakt und Fiktion, wenn ich es richtig sehe. Das klingt ja auch ungewöhnlich aktuell, da wir globale Herrschende haben, die genau auf diese Einebnung abzielen. Ja, das stimmt. Also genau, viele dieser Phänomene. Und es ist ja auch kein Zufall. Also ich glaube, mit Arendt kann man auch gut die Elemente und Ursprünge, wenn man so will, Trumps, die eben auch schon in der Watergate-Affäre und in dem McCarthyismus und so weiter liegen, nachvollziehen. Also ich meine, also sie auch hat da eine Kontinuität innerhalb der amerikanischen Geschichte. Also jedenfalls Momente, in denen sich schon was abzeichnet, was dann jetzt plötzlich überhand genommen hat. Zu diesen Differenzen ist es, glaube ich, aus einer arischen Perspektive, oder was ihr Nachdenken darüber so interessant macht und nicht aufgehen lässt in dem entweder alles Fake News oder Science March, oder ist, dass Arendt ja denkt, die Wahrheit ist zwar eine wichtige Kategorie, das ist aber nicht die Lösung. Also sie denkt sozusagen nicht, dass wir durch Fact-Checking, wenn die basalen Fakten nicht stimmen, dann hat man gar nicht das, was sie den gemeinsamen Bezugspunkt nennt, dann funktioniert gar nichts. Aber, als Basis des Diskurses. Aber das ist höchstens die Basis. Und die Meinungen an sich sind kein Problem, solange sie in einen wahrheitssuchenden, und da sind wir dann jetzt beim Streiten, Austausch geraten. Solange sie sich berühren, solange sie zusammenkommen in der richtigen Form. Und es gibt sozusagen nicht ein Transzendieren der Meinung. Ein Überschreiten dieser Meinung. Genau, man kann nicht jenseits derer kommen, da ist dann irgendwie die Wahrheit und dann endlich streitet man sich nicht mehr und das ist alles gut und dann kann man entscheiden, was man tut. Sondern man muss mit diesen Meinungen auf eine demokratische, freiheitliche Art handeln. Und das, denkt Arendt, haben wir weitgehend verlernt. Aber es ist doch interessant, weil wenn ich Sie richtig verstehe, höre ich da fast eine Kritik raus an dem derzeitigen Impf- und Gegenmittel gegen Trump, nämlich Fakten, Fakten, Fakten. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist eine reine Faktenbasierung nach Arendt auch eine Form, die Demokratie sterben zu lassen. Ja, das würde sie sagen, letztlich, also technokratische Herrschaft nennen, oder das ist dann gar kein Handeln, das auf Offenheit und Spontanität zielt mehr, sondern eher Verwaltung. Und das wäre nach Arendt also der Tyrannei näher als der Freiheit, ja. Sie nennen die Tyrannei und Sie haben ein gewisses Ideal schon davon abgezeichnet, wie man miteinander streiten soll. Wenn man Arendt liest, hat man das Gefühl, es gibt da ein Ideal, wie eine Gesellschaft funktionieren soll. Und das ist eine kleine Gesellschaft. Es ist das Griechenland der Polis. Es sind gar nicht so viele Menschen. Mhm. Die kennen sich am besten auch noch. Das heißt, die ganze Idee einer Massengesellschaft als einer demokratischen Gesellschaft hat für sie doch etwas Problematisches, nicht wahr? Ja, ich glaube, die Massengesellschaft ist für Arendt nicht nur problematisch, weil es so viele sind und wir uns nicht kennen, sondern weil sie glaubt, dass es Entwurzelungsphänomene gibt und dass es Fanatismen, Nationalismen gibt, die dazu führen, dass diese Masse nicht einfach nur eine Vielzahl von verschiedenen und eine Pluralität ist, sondern dass sie in bestimmte Homogenitäten und in bestimmte Erfahrungsimmunisierung führt. So, das ist das Problem der Masse nach Arendt. Sie sprechen das natürlich, liegt ja total nahe, wenn jemand sich in seinem Politikverständnis ständig auf das alte Griechenland bezieht, dass man sagt, naja, aber ist das übertragbar? Ein bisschen old, so, ja. So leben wir eben nicht mehr. Also mein erstes Manöver ist dann immer zu sagen, dass sie das eigentlich in der reinsten Form beschreibt am Ende des Revolutionsbuch, wo es tatsächlich um die Rätebildung in den modernen Revolutionen geht. Also die Vorstellung, das sind zumindest schon mal modernere Gesellschaften. Räte würde heißen? Das heißt, dass sie, also es ist letztlich nur ein Modell direkter Demokratie, wo sich in bestimmten Gruppen, also klassischerweise gibt es die Arbeiter- und Soldatenräte, aber man kann auch Stadtteilräte, also am Anfang der Französischen Revolution waren alle Nachbarschaften in Sektionen und in demokratischen Foren organisiert und ein Teil dann der jakobinischen Gleichschaltung war, die wieder abzuschaffen. Also sozusagen dieser Moment der Föderation von ganz vielen sich bildenden demokratischen als Gemeinschaften. Als spontaner Zusammenbildung von freien Menschen. Die miteinander verhandeln, wie sie ihre Angelegenheiten regeln. Und es ist ja dann gar nicht unmöglich, Delegierte auf eine höhere Ebene zu entsenden, die sich da einigen, wie man sozusagen Dinge zusammenbringt, welche Sachen man gemeinsam und nicht lokal entscheiden muss. Und ich glaube, es ist sozusagen nicht an die kleine Zahl gebunden. Es ist an eine intensive Kommunikation gebunden oder an ein etwas frappierendes Bekenntnis zum Elitismus. Also Arendt hat auch manchmal diese Momente, wo sie sagt, naja, das ist eine selbstselektierende Elite, die Leute, die sich engagieren, die sozusagen spontan Verantwortung übernehmen
die versuchen, die Affären zu regeln. Das sind dann eben die Delegierten und dann müssen auch nicht alle mitmachen. Das sind ja vielleicht 2-3% und die machen genau. das für den Ich meine, letztlich ist es ja eine repräsentativen Demokratie von nicht anders, aber es gibt eben den einen Wahlakt. Und man könnte sagen, in der Rätedemokratie wäre es letztlich sogar einfacher, dann wieder Zugang zu finden und zu sagen, nee, das repräsentiert mich nicht, ich will anders. Aber genau, da wäre viel zu überlegen, wie das Modell übertragbar wäre. Aber das ist jedenfalls Ihre, also wenn man von der Idealvorstellung redet, Ihre Idealvorstellung von Politik sind solche Räterepubliken. Eine Basisdemokratie als Räterepublik. Jetzt kann man ja sagen, wir suchen auch derzeit neue Formen, uns in dieser Weise zu organisieren. Es gibt auch neue Medien, die uns das anbieten, zum Beispiel die digitalen Medien, die sogenannten sozialen Medien. Wie würde denn Arendt beispielsweise auf das reagieren, was derzeit auf der Twitter-Sphäre passiert oder auf Facebook? Ist das die Agora, von der Arendt vielleicht geträumt hat? Also, sie ist ja nicht hier. Aber ich glaube, für Arendt ist wichtig, dass das nicht in einer völligen Isolation passiert. Also sie können nicht einfach auf Knopfdruck die Leute zusammenschmeißen und sagen, jetzt macht mal Politik, sondern sie hat die Vorstellung, dass es schon sowas gibt, wie sie nennt das, das Bezugsgewebe der menschlichen Angelegenheiten. Also gewisse narrative Erinnerungen, die müssen nicht alle geteilt sein, aber die müssen mitteilbar sein. Auch also Erzählungen, auf die man sich gemeinsam beziehen kann? Ja, ja, oder um die man gemeinsam streiten kann, aber die zumindest irgendwie einen gemeinsamen Bezugspunkt bilden. Und ich glaube, das, was also das ist ja jetzt sozusagen das klassische Narrativ. Anfangs gab es die ganzen Hoffnungen, die seit neuen Medien jetzt sehen wir es. Es kippt alles ins Gegenteil. Aber dieses Volatile daran, dass es so leicht kippt, das würde man das Flüchtige und das Schnelllebige, dass es sich plötzlich sozusagen der demokratische Hoffnung plötzlich auflegt und man auflöst und man sagt, jeder hat seine Filterbubble und jeder redet nur noch unter seinesgleichen. Das könnte man, glaube ich, also mit Arendt im Netz genauso kritisieren wie in der Gesellschaft als Vermassungsphänomen. Und ich glaube, für Arendt ist immer wichtig, dass es irgendwelche Formen des Zusammenhandelns gibt. Und es gibt ja, also wenn man jetzt bei der Netzpolitik bleibt, es gibt ja durchaus Versuche von so Foren, das heißt ja, wie die frühe Piratenpartei hatte ja das zum Beispiel gesagt, man kann nicht einfach abstimmen, sondern es gibt lange Diskussionsprozesse und man muss da so und so oft sich beteiligt haben und dann wird die Debatte eingefroren und man kann, damit man nicht in zu großer Erregung abstimmt. Also ich meine, man könnte eine Netzkultur auch anders organisieren als einfach wilde anonyme Foren und dann wäre es dem Arendtschen Austausch von Meinungen und dem Handeln, wo man einander irgendwie erscheint, näher. Man ist ja als Intellektueller und Philosoph manchmal aufgefordert, obwohl man nicht Arendt ist, darüber nachzudenken, was Arendt dazu sagen könnte oder was ja. wir mit Arendt dazu sagen können. Nehmen wir doch mal Beispiel diese MeToo-Aktion, das ja. Hashtag. Teilweise die Idee, dass durch ein Weiterleiten oder ein Einschreiben in einen Hashtag schon selbst politische Aktion vollzogen wird, die auch wirksam ist. Würde Arendt sagen, ja, das ist eine der Formen der Selbstorganisation, die ich für richtig halte? Oder würde sie sagen, wer das mit politischer Aktion verwechselt, hat gar nichts verstanden? Naja, als mit Arendt erzogene Intellektuelle sagt man dann ja auch einfach, was die eigene Meinung ist. Also ich glaube, Arendt hatte eine klare Vorstellung. Ich habe ja vorhin diese ganze Identitätskritik rekapituliert. Arendt hatte eine Ausnahme, wo sie ganz klar gesagt hat, man muss in gewisser Weise Identitätspolitik betreiben, nämlich in dem Moment, wo man als etwas Bestimmtes angegriffen wird. Und sozusagen, wo sie immer sagt, wenn ich als Jüdin angegriffen werde, muss ich mich als Jüdin wehren. Und dann muss man auch die Jüdinnen organisieren, um gemeinsam die Stimme zu erheben. Und Politik funktioniert für sie sowieso immer so, dass kleine Gruppen, Minderheiten, die nicht unbedingt was teilen müssen, es ist ja auch bei MeToo nicht so, dass sich nur diskriminierte Frauen vereinigen, sondern sozusagen sehr viele Sympathisanten auch, dass die gemeinsam etwas auf die Agenda heben, indem sie es politisieren. Und dass man Dinge, von denen vorher vielleicht gar nicht klar war, dass sie politisch relevant sein könnten, dass sie Teil dessen sind, worüber wir entscheiden, wenn wir entscheiden, wie wir leben wollen, dass man die sozusagen auf dem Marktplatz aufbringt. Und man kann sich jetzt lange darüber unterhalten, was da alles irgendwie vereinseitigt und zu moralisiert und zugespitzt. Sonst wie auch immer bei MeToo hätte besser laufen können. Aber faktisch ist es, glaube ich, ein wunderbares Beispiel dafür, dass es ein Politisierungsphänomen gibt, wo Leute sich zusammenschließen und bestimmte Sachen an die Oberfläche bringen, die vorher im Verborgenen, in dem nach Arendt ja immer etwas düsteren und gruseligen Privatbereich geblieben sind. Und ob sie da jetzt selber mitgegangen wäre, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kommt drauf an, wie lange man jetzt Zeit gehabt hätte, mit ihr zu reden. Aber ich meine, das, was ja doch durchaus geschehen ist, auch innerhalb dieser MeToo-Bewegung, dass neue Gespräche zustande kamen zwischen Männern und Frauen, zwischen Frauen und Frauen, dass neue Dinge thematisch wurden, wie wir sagen können.
Und bei Arendt gibt es jetzt, wenn ich es richtig sehe, zwei Formen von Gespräch, von denen ich gar nicht sicher bin, welches wichtiger ist. Es gibt das Gespräch zwischen zwei Menschen, wie wir es jetzt führen, und es gibt das Selbstgespräch, das eine Art Gewissenskulturierung für Sie ist. Was ist denn für Sie das politisch Wichtigere, das Gespräch zwischen Menschen oder das aktive Selbstgespräch? Also ich glaube, das politisch Wichtigste ist sowieso das Zusammenhandeln mit mehr als eins oder zwei. Aber damit man das gut macht nach Arendt oder damit man darin eine Richtung hat, muss man schöpfen aus den Zwiegesprächen, aus den inneren und den äußeren. Und ich glaube, das ist nicht wichtiger, sondern das hängt zusammen. Das kennen Sie doch. Also wenn wir jetzt hier ein gutes Gespräch haben, man geht doch nach Hause und unterhält sich umso mehr mit sich selber. Also es ist ja nicht so, dass ich sozusagen die Zeit, die ich mit jemand anders rede, verliere im Selbstgespräch, sondern meistens also, fließt das ja ineinander oder befeuert sich gegenseitig. Und ich glaube, insofern würde Arendt das beides für wichtig halten. Es gibt manche Stellen, wo sie sagt, das Gespräch mit dem anderen ist primär. Oder man hat überhaupt erst Anregung zur Selbstwerdung dadurch, dass man erstmal angesprochen wird. Das kann man jetzt jenseits von Arendt ja auch, also subjekttheoretisch ist es ja so, ja, also erstmal sind wir da und können nur trinken. Ja, das von außen nach innen, das und Subjekt. Man wird erst durch die Intersubjektivität wissen, überhaupt langsam jemand, der versteht, dass man auch innerhalb von sich selbst mit sich sich unterhalten kann. Genau, also das gibt es einen gewissen Vorrang des anderen bei Arendt. Andererseits, wenn ich Ihr Buch gelesen habe, Gravitation zum Guten über Hannah Arendt, gibt es da eine These, die mir ganz einleuchtend erscheint. Die heißt im Prinzip, es gibt nur einen Menschen, mit dem du es ein Leben lang aushalten musst. Das bist du selbst. Versuch dich mit ihm anzufreunden und versuche, dass die Gespräche mit dieser Person, die du selbst bist, langfristig interessant sind. Ja. Das heißt doch eigentlich, dass sie uns dazu erziehen soll, dass wir langfristig selbst am liebsten mit uns selbst sprechen. Ja, ich glaube gar nicht am liebsten, aber allein, dass wir... Ich glaube, man spricht auch dann am liebsten mit sich selber, wenn man in der Welt sehr viele Anregungen sammelt und sozusagen weiter lernt. Also das Selbst, was mit dem einem nie langweilig wird, ist, kann, glaube ich, auch ein umtriebiges Selbst sein. Aber genau, diesen Grundgedanken haben Sie wunderbar zusammengefasst. Also ich finde das auch eine kluge und wahre Idee und was man auch gut manchmal weiterempfehlen kann. Wenn jemand einen fragt, was soll ich denn machen, sage ich tatsächlich auch manchmal, naja, mit wem möchtest du denn leben? So, du. Und das ist dieser Grundgedanke, ihrer moralphilosophischen Entwürfe, mit dem sie versucht, eine hergebrachte Vorstellung von Gewissen zu korrigieren oder ersetzen. Also von Gewissen als etwas, was sozusagen die Empfänglichkeit für den Befehl der höheren Instanz ist oder wo sie schon in eigentlich der Struktur unseres Innenlebens oder unserer Moralität so den Verdacht äußert, dass da etwas wie Autoritarismus oder angelegt sein könnte. Darf ich das nochmal versuchen zu verstehen? Ja, man kann das Gewissen als etwas... als eine Instanz im Inneren, die gleichsam unabhängig von einem selbst eine Kraft hat, die mich zu Dingen rät oder Dingen verhindert. Während das bei Arendt so ist, dass das Gewissen eine Art selbstdynamisierendes Gespräch mit mir selbst ist? Genau, also das volle Gewissen, also genau, das eine ist, sie hat die Vorstellung, es gibt ein gewisses hergebrachtes Gewissen als entweder die Instanz, die uns empfänglich für die Stimme Gottes macht oder als den Hort unserer Prinzipien, denen wir gehorchen. Und dann macht sie diesen schockierenden Befund, dass für viele Leute sich das wahnsinnig leicht und schnell austauschen ließ, besonders Eichmann sich auch ständig auf sein Gewissen beruft. Adolf Eichmann, über den sie ein Buch geschrieben hat, wir kommen gleich dazu. Genau, der sozusagen die Deportationen organisiert hat im Nationalsozialismus. Und das bringt sie dann auf den Verdacht, dass irgendwas so richtig grundlegend nicht stimmen kann mit der Vorstellung der Quelle der Moralität, so wie wir sie hegen. Und ihre Alternative ist, also dieses Zusammenleben mit sich selbst und dieses Selbstgespräch ist gewissermaßen die Grundlage. Also wenn Sie nicht im Kontakt mit sich selber sind, dann kann Ihnen auch kein Prinzip oder kein Gewissen helfen. Und nicht mal ein kategorischer Imperativ. Gar nicht, sozusagen, genau. Dann lebt man einfach an sich vorbei, kann man machen, was man will. Das ist so Arendts Vorstellung. Oder man kann ja noch sozialem Druck folgen, aber keiner inneren Orientierung mehr. Und das Gewissen stellt sich dann eher vor, fast wie auch wiederum ein Forum, in dem man nicht nur vor sich selber, sondern auch vor einem sozusagen erweiterten Tribunal, das man sich im Geiste vergegenwärtigt, vorstellt, wie es aussehe, was man im Begriff steht zu tun. Also ihre Idee ist, dass sozusagen das Gewissen darin besteht, dass man sich, bevor man, also wenn man so sagt, hätte es mal nachgedacht vorher. Also nach Arendt ist dieses Nachdenken bestünde dann darin, dass man sich vor Augen führt, wie das aussähe. Also auch wieder so ganz phänomenorientiert. In diesem trivialen Sinne, wie stünde ich denn dann da vor den anderen? Wie stünde ich denn dann da vor mir selbst, informiert durch die Perspektive der anderen.
Denn das, was dass ich mit, dass ich an was etwas selber missfallen habe, wird mir ja oft erst klar, nachdem ich mir überlegt habe, ah, okay, aber was für die Person bedeutet das das und das? Wenn ich mir das klar mache, dann will ich doch nicht die Person sein, die das tut. Ganz interessant. Es gibt ja ein Individuum des 20. Jahrhunderts, über das Hannah Arendt ein eigenes Buch geschrieben hat. Es war ein Individuum, bei dem die innere Stimme und das Gespräch in gewisser Weise gekapert wurde, auch zum Verstummen kam. Dieses Individuum heißt Adolf Eichmann. Mhm. Er war einer, der dafür verantwortlich war, dass die Logistik der Judendeportation in den Osten möglichst reibungslos lief. Ihm wurde der Prozess gemacht. Und innerhalb dieser Prozessbeobachtung von Arendt kommt sie mit einer Formel kommt eine Formel in ihr auf, sprachlich, die ganz prägsam wurde. Das heißt, die Banalität des Bösen. Mhm. Eichmann wurde für sie zur Verkörperung einer speziellen Form des Bösen, das davor so noch nicht existiert hat oder so nicht beobachtet wurde. Oder zumindest nicht beschrieben. Und worin besteht diese Banalität des Bösen? Also, sie nennt das banal, weil sie es für eine Art Oberflächenphänomen hält. Also gerade für das Gegenteil, also die Vorstellung von tiefgründigen Übeltätern, sie bezieht sich dann immer auf Richard III. Bei Shakespeare oder sowas, die wir haben und mit der auch unser moralisches Vokabular viel besser umgehen kann, ist die von jemandem, der böse Absichten hat, der Böses will, der auf will. Das Böse zielt. Und Arendt denkt, und ob sie damit jetzt bei Eichmann recht hat oder nicht, wäre noch mal eine längere Debatte, aber ich glaube, sie trifft damit einen Typus, den es gibt, und er macht eine ganz wichtige Beobachtung, dass die also horrenden Taten in keinem Verhältnis stehen zu den Intentionen. Also man kann unglaublich üble Dinge tun, ohne sich einmal vor Augen zu führen, was eigentlich geschieht, und das dann zu beabsichtigen. Also natürlich gibt es auch, und sie hat ja auch über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse anders geschrieben und gesagt, da waren eben schon böse Absichten und Sadismus und sowas im Spiel. Bei Eichmann hat sie das Gefühl, da gibt es einfach so eine Art geölten Bürokraten, der sich nicht einmal vor Augen geführt hat, was er tut. Der einfach funktioniert in einer Stelle, in die er gesetzt wurde, also als Rädchen im Getriebe. Und Arendt denkt eben, das Rädchen im Getriebe sein, das ist eben gerade keine Entschuldigung, sondern das gerade ist das Schockierende, dass der sozusagen sich wirklich zum Rädchen im Getriebe gemacht hat in dieser, also und einfach funktioniert hat in einem teuflischen System. Aber er hat es ja nicht, so wie Arendt es beschreibt, als Selbsterniedrigung empfunden, auch nicht als Selbsterhebung, sondern als eine Form der Pflichterfüllung, aus eigener Bescheidung gleichsam. Ja, ich meine, ob da gar keine Selbsterhebung, es gibt ja so ein paar Stellen, wo sie sich darüber auch lustig macht, dass er sich so wichtig nimmt, wenn er bei irgendwelchen Besprechungen mit hohen Herren, also es ist sozusagen eine Selbsterhebung, die aber aus einem hierarchisch strukturierten Vorstellung, also sozusagen da man irgendwie die Größe der Führenden und letztlich des Führers anzapfen kann, so, also irgendeine Selbsterhebung darin dann auf jeden Fall, aber letztlich gar kein hassgetriebener, drastischer Vernichtungswillen, sondern der Willen, seine Pflicht zu tun. Und der Stolz darauf, also der ist dann vielleicht im Selbstverhältnis irgendwie sadistisch, aber gar nicht auf die Opfer gerichtet. Also das war für seinen, laut Arendt, für sein Projekt gar nicht so wichtig. Und das finde ich eine gute Beobachtung, dass wir oft das Ausmaß einer Tat schlecht sehen, wenn wir auf die Intentionen gucken. Und ich glaube, das stimmt auch für sehr viel weniger dramatische Fälle. Also ich meine, ich glaube, also wenn wir jetzt eben drauf kamen, ja, etwas, was in der MeToo-Debatte immer so furchtbar schiefläuft, ist, dass Leute denken, man macht einen riesigen moralischen Vorwurf, wenn man sagt, das war zum Beispiel Sexismus, aber letztlich geht es da um eine soziologische Beschreibung. Du warst gerade in dieser Äußerung Teil des Problems, ob du es wolltest oder nicht, ist auch völlig egal, aber der Effekt der Taten zählt. Man könnte dann sagen, du warst gedankenlos, weil du dir nicht vorgestellt hast, wie es sich für die andere Person in diesem Moment anfühlt und was es für Folgen für diese Person hätte. Genau. Das heißt, diese Rollenübernahme, wie ist es für dich, zu erfahren, wie ich handle. Das war bei Eichmann dann irgendwie sediert, ausgeschaltet, verstummt. Ja, also so beschreibt Arendt das jedenfalls und hat darin irgendwie auch eine gewisse Komik ja fast festgemacht und ja auch sehr detailliert nachgespürt, inwiefern schon seine eigene Ausdrucksweise, also seine Phrasen, ihn dagegen immunisiert haben, zu merken, was er tut. Also zum Beispiel hat er diese Rede übernommen, also die hat er nicht aufgebracht, aber von den Vernichtungen als medizinische Angelegenheit. Mhm. Ich meine, also wenn Sie das so nennen, dann sind Sie ganz gut davor geschützt, sich vor Augen zu führen, was da eigentlich passiert. Mhm. Also sowas, also ich sage dann immer bei Ingeborg Bachmann, ist es die Ganovensprache. Also dieses Sprechen in Phrasen, die einem verschleiern, was man eigentlich tut, ist schon so ein gutes Anzeichen dafür. Genau, natürlich kann sie auch nicht in seinen Kopf gucken und wissen, was er sich vorgestellt hat. Ja, und wie gesagt, sie mag fehlgehen, aber
auch darin wieder in der phänomenologischen Methode. Man kann ja nur von außen sehen, wie er erscheint. Und darin hat sie den Befund bestätigt gesehen. Dieser Befund war ein skandalöser Befund. Der hat einen Skandal ausgelöst, auch für Arendt als Public Intellectual, als Intellektuelle. Ja, ja. Sie hat diesen Bericht über den Prozess für den New Yorker geschrieben. Wir schauen uns mal an, wie das in der Redaktionsbüro des New Yorker aussah, aus dem Film Hannah Arendt von Margarete von Trotter. Und da wird der Bericht gerade eingereicht und die Redaktion bespricht das. Aus einer Allerweltsexistenz ohne Bedeutung und Konsequenz wurde Adolf Eichmann vom Wind in die Geschichte geweht. Faszinierende Entscheidung, so poetisch anzufangen. Ein bisschen übertrieben. Wie ein Blatt im Sturmwind der Zeit wurde er in die Marschkolonnen des tausendjährigen Reichs geweht. Zweimal hintereinander die Windmetapher. Aber hört euch das an. Es war reine Gedankenlosigkeit. Etwas, das keineswegs identisch ist mit Dummheit, die ihn prädestinierte, einer der größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts zu werden. Er war einfach unfähig zu denken. Das ist originell. Das hier ist auch recht originell. Dafür werden sie unsere Köpfe fordern. Überall, wo Juden lebten, gab es anerkannte Judenräte. Und diese Ältestenräte kooperierten nahezu ausnahmslos, auf die eine oder andere Weise, aus dem einen oder anderen Grund, mit den Nazis. Die ganze Wahrheit ist, wären die Juden wirklich unorganisiert und führungslos gewesen, hätte es zwar Chaos und sehr viel Elend gegeben, aber die Gesamtzahl der Opfer hätte kaum zwischen 4,5 und 6 Millionen Menschen betragen. Im Prozess haben Judenräte als Zeugen ausgesagt. Es musste erwähnt werden. Sie gibt den Opfern die Schuld. Das ist nicht wahr, Fran. Sie unterscheidet ganz eindeutig zwischen der Machtlosigkeit der Opfer und den dubiosen Entscheidungen einiger ihrer Räte. Eindeutig? Übertreib nicht so. Das ist ein kleiner Abschnitt und umfasst nur 10 Seiten von 300. Das ist eine Kampfansage, Bill. Du solltest dafür sorgen, dass sie sich an die Fakten hält. Oder wir werden Bodyguards brauchen. Für sie und für uns. Also ich kann nicht erkennen, dass sie von den Fakten abweicht. Aber was die Grammatik angeht. Es ist ja eine ganz interessante Arendt-typische Dynamik zwischen Nestbeschmutzung und origineller Perspektive. Mhm. Und diese originelle Perspektive soll gerade in dem Nest selbst einen Reflexionsprozess auslösen, egal was dieses Nest ist. Das ist ja sehr unbequem. Ist das, was sie will, die Spontaneität des eigenen Denkens anregen, indem sie Störelemente setzt? Also ich glaube, in dem Moment, in dem man das als Selbstzweck beschreibt, wird es schon verdächtig. Aber ich glaube, das ist, was sie tut. Und ich glaube, sie würde auch immer sagen, die Kritik wäre an die Feinde ja nahezu verschwendet. Also man muss ja sozusagen in den eigenen Zusammenhängen, im eigenen Lager, sie hat Nest gesagt, man muss da versuchen zu verstehen, was passiert ist und auch da versuchen, Anregungen unterzubringen. Welchen Skandal das dann auslöst. Also ich glaube, da war sie auch ehrlich, also ahnungslos vorher. Das hat sie sich nicht selbst vorgestellt, wie sie da stehen würde. Genau, vielleicht hat sie sich vorgestellt und gesagt, so what, das riskiere ich jetzt. Aber ich glaube, damit steht und fällt ja sowieso alles kritische Denken. Also in dem Moment, wo man es nicht mehr als Selbstkritik erträgt, wird es auch verdächtig als Kritik der anderen, sondern dann ist es ja eher eine Selbsterhebung oder man findet den Splitter im Auge des anderen oder ja. Sie sagten vorhin etwas, worauf ich nochmal zurückkommen will. Man kann sagen, dass Arendt das Denken als einen Kampf, wenn ich Sie richtig verstehe, gegen die permanente Selbstbanalisierung sehen würde. Aus Mangel an Spontanität, sich vorzustellen, was denn passieren könnte, was folgen könnte. Das hat auch was mit Regelfolgen und blindem Regelfolgen zu tun. Nun gibt es derzeit in unserer Gesellschaft eine ganze Linie, in dem Handel neu erzeugt wird, nämlich über Algorithmen, über Maschinen, die Regeln folgen, und zwar ohne jede Spontaneität. Ist es zu viel zu sagen, dass man sagt, mit dieser Algorithmisierung unseres Daseins bricht eine möglicherweise neue Banalität des Bösen in unser Leben ein? Also mit Arendt kann man natürlich erstmal gewisse Kontinuitäten der Technisierung und Maschinisierung sehen, wo die gar nicht
diesen kategorischen Unterschied zur Algorithmisierung nahelegen würden. Gerade so, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Und Arendt hat ja auch eine, also ich würde auch sagen, stellenweise überzogene Technikkritik, die denkt, genau diese Automatisierung ist Teil dessen, was uns so abrichtet, dass die Gedankenlosigkeit viel näher liegt, als dass das Reflektieren. Dass wir selbst zu Maschinen werden. Ja, oder dass wir so zumindest versuchen, eine gewisse Reibungslosigkeit nachzuahmen, die Maschinen haben. Jetzt mit der Algorithmisierung ist es natürlich noch mal also ein paar Ecken komplizierter, denn die neuesten Machine Learning Techniken haben ja sogar eine gewisse Art von Spontanität. Also das Schlimme daran ist nicht, dass das ganz klar vorhersehbare Regelfolgenabläufe sind, wo man dann einfach sagen kann, genau, das ist eben kein Handeln. So, und gehandelt wird anderswo. Gehandelt wird eventuell, wenn man sie programmiert, und gehandelt wird, wenn man sich dann wieder auf die Ergebnisse dieser Rechenprozesse bezieht. Aber die sozusagen selbstlernenden Algorithmen machen ja also eben eine Auseinandersetzung mit dem Material, was sie gefüttert kriegen, gleichen die ja ständig den Algorithmus an und, oder den Code und tun das auf Arten, die dann nicht mehr nachvollziehbar sind. Also sie können, wenn sie zum Beispiel ein Beratungssystem, also ein algorithmisiertes Beratungssystem in Rechtsfällen oder in der Medizin, was ja in den USA schon viel stärker angewendet wird als bei uns haben, können sie das nach dem derzeitigen Technikstand wirklich nicht mehr fragen, warum es gesagt hat, die Person soll den Kredit nicht kriegen. Und das ist sozusagen was, also ich glaube, das kann man gut skandalisieren. Ich weiß gar nicht, ob man das mit Arendt so gut skandalisieren kann, weil Arendt denkt ja, dass unser Handeln letztlich immer ein Stück weit opak bleibt und immer darin etwas Unabsehbares und Undurchschaubares ist. Arendt würde natürlich stören, dass das keine Menschen sind, aber ob sie dafür überhaupt so gute Argumente im Rahmen ihrer Theorie hat, weiß ich gar nicht. Aber darf ich da mal nachfragen? Mhm. Sie sagten ja, der Kern des Gewissens ist die Vorstellungskraft, mit sich selbst auszumachen, wie man dastünde, vor den anderen. Und das ist doch ein Gedanke, den wir ganz schwer mit Maschinen verbinden. Ich hatte es schwer, mir vorzustellen, dass ein Algorithmus sich vorstellt, wie stünde ich denn da vor der Familie da, der ich den Kredit verweigert habe? Genau, also wenn man die Maschinen wirklich entscheiden lässt, was ja in den seltensten Fällen tatsächlich schon passiert, meistens ist das ja mehr so, es gibt irgendwie so beratende Funktionen, aber wo die entscheiden, ja, da haben Sie also völlig recht, da hat man natürlich überhaupt kein Forum mehr. Also das, was ich eben beschrieben habe, ist ja die Vorstufe, die nötig wäre, dass man nachvollziehen kann, was tue ich überhaupt so. Und dann ist der nächste Schritt, kann ich es mir vorstellen. Aber genau, das können Maschinen nicht. Und da sind wir jetzt auch weit davon entfernt, dass sie das könnten. Deswegen kann man sich auch nicht wünschen, dass die Entwicklung so weitergeht, dass man denen das auch noch beibringt. Also ich glaube, da ist es geraten, eher bescheiden zu sein, zu denken, das passiert nicht so schnell. Deswegen, die werden auch so schnell nicht die Menschen ersetzen. Aber wir müssen ganz neu darüber nachdenken, wie man eine weitere Dimension der Gedankenlosigkeit oder der automatisch ablaufenden Prozesse flankiert durch Gedankenfülle. Gedankenfülle und Selbstdenken, das ist ja ein Entwicklungsziel für jeden Menschen. Sie sagten, Streit als Kontrast, als Störung meines eigenen Denkens ist nach Arendt eines, aber Imagination, sich andere Szenarien vorstellen zu können, ist ein weiteres Mittel, dieses Denken anzuregen. Was sind denn die Möglichkeiten, das zu schulen? Ja, Arendt benutzt ja diesen herrlichen kantischen Begriff, dass sie sagt, man schickt seine Einbildungskraft, also die Imagination, wie sie eben sagten, auf Reisen. Also man muss irgendwie schaffen, diese anderen Positionen abzuklappern. Und das ist auf eine bestimmte Art mit Arendt auch dem Streit gar nicht so unverwandt. Denn sie denkt damit nicht, dass man einfach nur empathisch fühlen soll, wie die sich fühlen. Also es kann gut sein, dass ich mir aus der Position eines Kontrahenten vorstelle, wie das für den jetzt aussieht, was ich mache. Und es sieht ganz, ganz übel aus. Und dann denke ich, na gut, aber dessen Perspektive, der guckt da eben falsch rauf. Wenn ich da stünde, würde sich mir darstellen, dass, was weiß ich, wir nicht zu viel Migration, sondern zu schlechte soziale Infrastruktur haben. Das könnte man von der Position sehen. Sozusagen, dass die Person das nicht sieht, ist gar nicht das Letzte, sondern es ist nur der Versuch, also wie so eine Gymnastik der eigenen Perspektivität. Und natürlich kann man sich damit auch grandios irren, aber dagegen ist dann kein Kraut gewachsen, außer sich weiter zu streiten. Und wenn man den Prozess als einen offenen betrachtet, dann können natürlich viele der Positionen, die man konsultiert, auch, die können sozusagen auch selber in Aktion treten und korrigieren und einsprechen. Und eines dieser Reisemittel, also wenn man sagt, Einbildungskraft auf Reisen schicken, dann braucht man ja ein Transportvehikel nach Arendt, sind dann Geschichten.
Also man, es reicht nicht nur zu philosophieren oder auch nicht nur Argumente auszutauschen, sondern auch Geschichten. Sondern man braucht den narrativen Kontext oder man muss verstehen, wie diese Position sich ihre Erfahrungen zusammenspinnt. Aber eine Frage hätte ich noch, Frau von Redeker. Ja, nur eine? Man, ich habe viele, aber die ist interessanter, glaube ich. Ja. Wenn man die ganzen Perspektiven dann eingenommen hat, woher weiß man denn, welche Perspektive die richtige wäre? Oder ist das eigentlich ein ständiges Wandeln um den heißen Brei herum? Also man weiß es nicht definitiv und man weiß es nicht mechanisch. Es ist aber auch nicht eine reine Beliebigkeit. Also Arendt stellt sich das ja so vor, dass man im ersten Moment schon, wenn man sich was vorstellt, man hat so einen bestimmten Pro- und Kontra-Grundaffekt, so eine Art Geschmacksurteil, was so ganz spontan ist. Intuition ist, glaube ich, ein gutes Wort. Und man muss der gar nicht treu sein, aber die hilft sozusagen erstmal als Anfangs. Und dann guckt man, ob die sich verändert im Durchlauf durch diese anderen Positionen oder ob man sie verteidigen kann oder ob man sie modifiziert. Und nach Arendt ist dann das Urteil am Ende immer, also es bleibt daran immer ein Sprung, der unvorhersehbar ist oder der, weil es im Urteilen auch um einzigartige Sachverhalte gibt. Also Sie haben sozusagen nicht 1000 Vergleichsfälle, wo Sie dann feststellen können, wie Sie genau entscheiden sollten. Es gibt aber, sie nennt das, also auf Englisch sagt sie immer, Touchstones for Judgment, also Bezugspunkte, Sprungbretter, Haltegriffe. Es gibt bestimmte, besonders paradigmatische Beispiele, die wir haben. Also so, man stellt sich einfach vor, das ist Anstand und man denkt an irgendeine Person, die man kennt. Und man kann sozusagen unterschiedlich gewichten, welchem Gegenüber man wie viel Gewicht beimisst oder Bedeutung beimisst. Also man kann zum Beispiel sagen, Nelson Mandela, das war irgendwie Anstand, das war Größe, das war Integrität und daran können wir uns festhalten. Das ist vielleicht fast meine letzte Frage. Dieses Leben in Unsicherheit, ohne Geländer, ohne Letztsicherheit, das bedarf einer gewissen Stärke, auch einer gewissen intellektuellen Fähigkeit. Wie kann man den Verdacht ausräumen, dass Arendts Idee über Moral und Politik nachzudenken immer auch ein bisschen was Elitäres hat, dass es nur für die wenigen, aber eben nicht für die vielen ist? Ich glaube, die räumt man aus, indem man mit Leuten redet, die man nie für Intellektuelle halten würde und dann merkt, dass die sich oft viel vernünftigere Gedanken machen als die Berufsdenker. Also ich glaube, dass dagegen ist, also Arendt selber ist, glaube ich, in mancher Hinsicht elitär, aber ich glaube, diese Konzeption ist das nicht. Also zu denken, elitär ist eher zu denken, dass Nachdenken sei, was die Berufsphilosophen gepachtet hätten. Das wäre wirklich das Ende der Demokratie. Hannah Arendt hat sehr großen Einfluss. Sie hat sehr wenige Schüler oder Schülerinnen. Ich will Sie jetzt nicht zur Schülerin von Hannah Arendt erklären, aber wenn Sie sich als solche beschreiben wollten, was wäre denn für Sie derzeit die wichtigste Spur, der man folgen müsste, wenn man Arendt folgt? Genau, also wenn überhaupt, bin ich ja Schülerin der Schülerin. Arendts einzige Schülerin, also die einzige Person, die je bei ihr promoviert hat, war Elizabeth Young Brill, die dann auch die Biografie geschrieben hat. Und der wiederum habe ich viel gelernt. Die wichtigsten... Also ich glaube, im Moment sollte man einfach wieder Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von der ersten bis zur letzten Seite lesen. Und ich glaube, sowohl die Analysen von Ressentiment, die im Antisemitismus-Kapitel stattfinden, als auch die ganze Diskussion des Problems der Staatenlosigkeit und wie sozusagen unsere Vorstellung von Nationalstaat gerade das Problem der Migration als Problem automatisch die ganze Zeit produziert. Da kann man einfach gar nicht genug drüber nachdenken. Und das muss man, und ich glaube, also interessant, oder wenn ich jetzt sage, worüber soll man arbeiten? Ich glaube, das Imperialismus-Kapitel ist wahnsinnig wichtig in ihrem Versuch, die Entstehung des modernen rassistischen Denkens zu verstehen. Da macht sie aber viel falsch. Und es wäre gut, sozusagen da anzuknüpfen und es besser zu machen. Das ist ja ein sehr arisches Schlusswort, Sie auch da zu packen, wo Sie falsch lag, Widerspruch zu erzeugen, zu denken. Wir haben das heute versucht und ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren, Frau von Redeker. Es war eine Freude. Nächste Woche fragen wir, was die Digitalisierung aus uns Menschen macht. Barbara Bleisch sitzt am philosophischen Stammtisch zusammen mit Katja Gentinetta, Harald Welzer und Richard David Precht. Das sollten Sie nicht verpassen. Und jetzt gleich zeigt die Sternstunde Musik einen Film über das Tonhalle-Orchester, das dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert, und zwar im Exil. Bleiben Sie also dran und genießen Sie den Sonntag. Wiederschauen.